das ist die einzige Chance, die ich heute Abend habe, mit Ihnen normal zu sprechen. Ja, weil sonst bin ich bloß immer der Depp. Ja? In jeder Nummer bin ich der Depp. Ne? Also viele Zuschauer meinen ja wirklich, wir sind wirklich so. Ich bin wirklich so. Da denken sie immer, also der Rassau ist eine Frechheit. Ne? Ich habe einen Brief bekommen, einen Beschwerdebrief, da hat jemand geschrieben, es ist eine Frechheit von Herrn Rassau, dass der jeden Abend den Herrn Heißmann auf die Bühne zerrt. Der Herr Heißmann gehört ins Heim. Ja. Und also ich meine, ich bin ja schon einigermaßen normal. Ne? Ich meine, langsam wird man schon so, wie man spielt. Das merke ich schon. Ne? Also, ja, manchmal so gibt es Situationen, da denke ich immer, hoppala, jetzt bist du schon wegen. Also, es wird immer mehr. Diese Rolle nimmt immer mehr von meinem Leben ein. Ja, also, Sie sind eine der wenigen, die man später sagen können, wir haben den Heißmann noch erlebt, da war er noch normal. Ja, also. Echt, ne? Also wirklich, also wenn wir gerade Doppelvorstellung haben, gerade in der Weihnachtszeit, da haben wir eine Weihnachtsrevue und die spielen wir zwei, drei Mal am Tag. Also wenn du dann 6 Stunden da den Deppen spielst, also am 4. Advent ist mir das passiert, letztes Jahr am 4. Advent bin ich heimgefahren mit dem Auto, die Schwabacher Straße entlang entführt und da war eine Polizeikontrolle. Ist mir rausgewunken, ich komme runter, haben Sie was getrunken? Ich? Na, wieso? Nein. War es schon spät, habe ich blasen müssen. Haben sie mich gleich mitgenommen, ja, weil nichts zu erkennen war. Blutprobe, war nichts, 0,0 Promille. Dann haben sie mich heimgeschickt. Dann dachte ich, entschuldigen Sie sich vielleicht bei mir. Ne? Kam ein Brief nach 8 Wochen, ne? Nichts war's, scheißerla. Ich muss 40 Euro zahlen wegen Irreführung der Staatsgewalt. Ja. Nur weil ich meinen Beruf ausgeführt habe. Ja. Ja. Wir hatten schon als Beruf, ich habe in meinem Personalausweis als Beruf Depp drinstehen. Ja. Ja, wer hat denn das schon? Ne? Viele schauen so aus, ich bin's.